Hier haben wir das Siroiti 1204X Carbon Reisestativ. Das sieht so aus, das werde ich jetzt hier in dem Film mal so ein bisschen erklären. Das Stativ selber wird mitgeliefert hier noch mit dieser kleinen Stativsäule für die im Produkt jetzt beschriebenen 13,5 cm Arbeitshöhe. Doch dazu später mehr, jetzt mal so ein bisschen mehr ins Detail. Stativ aufbauen, hinstellen und gucken, wie groß das ist, das kann jeder, machen wir nicht. Ich zeige einfach mal hier so ein paar Detailaufnahmen. Hier haben wir die ganz normalen Füße, das sind ganz normale Befestigungen, die hier einfach mittels Drehverschluss gelockert werden, also einfach mal einmal so rumdrehen und dann kann man die Beine hier ausziehen. Das geht natürlich halt logischerweise für jede Größe. Vorteil an dem System ist, finde ich, man kann hier einfach mit der Hand einmal ranfassen, dreht die einmal los und kann dann im Endeffekt, wie man das sieht, hier alle auf einmal ausziehen. Und genauso gut kann das Ganze natürlich einfach wieder mit einem Handgriff festgelegt werden. Unten an der Unterseite befinden sich hier die Gummifüße. Dahinter, ich habe es nicht abgemacht, ich vermute es aber mal, der Hersteller hat sich noch nicht gemeldet, das müssen Metallspitzen sein. Trotz alledem, Gummifüße, sicherer Halt, nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern halt eben auch auf dem Boden, ganz klar. Und jetzt gucken wir uns mal die Mechanismen oben an, also für die Verstellung der Beine, ganz normal. Einmal einrasten, zweimal einrasten, dreimal einrasten. Wenn man dann zurück will, einfach hier diesen Hebel nach unten drücken und wenn man das gedrückt hält, einfach hier über die Rastpunkte hinweg das Stativ wieder zusammenbauen. Wenn man einmal einen Einrastpunkt gefunden hat, zum Beispiel den hier, und will dann den Hebel runterdrücken, ist es immer ein bisschen einfacher, wenn man dann halt eben noch ein bisschen nachgibt, das etwas nach unten drückt und dann kann man den hier auch viel einfacher bewegen. Wenn er einrastet, so wird es jetzt stehen. Ne, unterdrücken geht nicht, zur Sicherheit ist auch richtig so, weil wenn da einer gegen Stativ kommt, plötzlich macht das dann wupp, das wäre ja auch nicht so wahnsinnig toll. Also das heißt, in dem Augenblick, wo ich hier den Rastpunkt verstellen will, ein bisschen nach innen drücken, dann runterdrücken und dann zurück für einen anderen Rastpunkt oder halt eben um das Stativ wieder zusammenzubauen. Jetzt gucken wir uns mal hier die Stativsäule an. Also das, was praktisch jetzt hier oben ist, wo dann oben hier der Stativteller drauf ist und die Kamera befestigt wird. Um diese Säule zu verstellen, dreht man auch hier einfach an diesem Rädchen und kann die Säule einfach dann ein- und ausfahren. Kleiner Hinweis, das ist natürlich hier unter dem Gewinde, das ist ein bisschen geschmiert, ist ein bisschen fettig, das muss auch so sein. Nur damit Sie sich nicht wundern und denken, Hilfe, mein Stativ läuft aus, das kann man einfach dann hier, wenn es mal rüberläuft, dann einfach hier noch kurz abwischen. Das ist aber auch nur dann der Fall, dass man es sieht, wenn man das Gewinde jetzt hier ganz raus macht. Hier können Sie einmal gucken, also wie gesagt, hier ist nichts trocken, hier ist alles geschmiert, hier läuft doch alles wie geschmiert. So, jetzt hier einmal kurz gezeigt ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Stativ, also unabhängig davon, dass das Carbon ist, ist natürlich auch die Tatsache, die extrem niedrige Arbeitshöhe. Das spricht, wie ich also hier dieses Stativ die Beine spreizen kann, um halt eben das Stativ wirklich richtig auf den Boden zu bekommen. Wie Sie sehen, der Nachteil ist natürlich der, dass die Säule hier oben, das können Sie jetzt gar nicht sehen, das hier noch reinzuhalten, wie Sie das sehen können, ist sie also halt eben, ne, sehr lang. Das heißt, die Kamera wäre sehr hoch. Jetzt haben die doch aber im Produkttext geschrieben 13,5 cm. Wie geht das denn? Ja, ganz einfach, indem wir die Säule hier einfach austauschen gegen die im Lieferumfang enthaltene kurze Stativsäule. Das ist dann die. Und wie man die hier reinmacht und wie man das wechselt, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe das jetzt mal einfach hier so aufgebaut, damit Sie das besser sehen können. Zur Orientierung, das sind die drei Beine logischerweise. Das ist hier die Stativsäule. Und wir wollen die jetzt austauschen gegen dieses kleine Stück. Diese Platte ist normalerweise immer hier auf der langen Stange drauf. Nicht wundern, das habe ich hier mal eben umgebaut, damit es gleich ein bisschen schneller geht. Also, um das zu lösen, logischerweise erstmal hier die Säule, wie ich das gemacht habe, ne, nicht arretieren, also losschrauben. Hier unten ist dann eine Platte mit einem Haken. Das kennen Sie auch von anderen Stativsystemen. Das ist halt dafür gedacht, da kann man noch ein Gewicht dranhängen, damit das Ganze noch mehr zur Erde gezogen wird, noch fester steht. Und das müssen wir einfach abschrauben. Geht auch total easy. So sieht das dann aus. Das brauchen wir jetzt nicht. Trotzdem aufpassen, nicht wegwerfen. Und dann ziehen wir hier die Stange einfach raus. Und Sie haben es geahnt, jetzt kommt die kleine Stange einfach hier rein. Beim Reinschieben kann es passieren, geht aber nicht. Was ist das denn? Liegt daran, hier ist eine kleine Kerbe
Und damit die Stange sich nicht, also in sich hier in diesem Gebinde immer dreht, das gilt auch für die große Stange, wenn man das sehen kann, da ist ja also auch hier diese Kerbe auf der einen Seite, da befindet sich natürlich hier das Gegenstück dazu, wenn man das sehen kann, vor der weißen Wand vielleicht, wenn Sie sehen können, ist genau hier, so ein Pin. Und wenn ich jetzt hier diese Kerbe dann auf der Säule genau da ansetze, dann passt das auch rein. Wie gesagt, das ist dafür gedacht, dass man also, dass die Säule sich nicht innerhalb dieses Gewindes so noch verdreht. Also sprich zur Stabilität gedacht. Wenn man das getan hat, einfach hier wieder festschrauben. Das ist dann die Oberseite. Hier kommt dann entweder der Kugelkopf drauf oder aber halt eben die Kamera selbst oder eine Schnellwechselplatte, wie man das dann halt eben haben möchte. Und jetzt haben wir das Ganze umgebaut. Und wie man sieht, kommt man jetzt also auch tatsächlich hier auf die im Produkttext beschriebenen 13,5 cm Arbeitshöhe. Wie man sich dann vorstellt, dass also jetzt hier auf einer Schnellwechselplatte die Kamera schon drauf wäre oder halt eben mittels Kugelkopf. Da muss man natürlich die Höhe jetzt dazu rechnen, aber es gibt ja auch kleinere Kugelköpfe und dann oben ist hier die Kamera drauf. Und dann kann ich hier also wirklich meine Makroaufnahmen machen, meine Pilze fotografieren. Ich weiß ja nicht, was die Leute so machen, wenn sie sich so auf Bodennähe begeben. Pilze fallen mir gerade dazu ein. Ich weiß auch nicht warum. Kurz vorm Wochenende, wahrscheinlich deswegen. Und das ist also jetzt hier das Sirui T1204X Carbon-Reisestativ. Schöne Grüße an den Hersteller. Vielleicht das nächste Mal einen etwas einfacheren Produktnamen nehmen. Das kann man sich ja kaum merken. Also Carbon-Stativ. Alleinstellungsmerkmal, unter anderem Carbon logischerweise, aber auch halt eben die Arbeitshöhe hier von 13,5 cm, also gemessen von der kleinsten Einstellung her, von der Platte hier oben bis auf den Boden. Und das Ganze wird noch ausgeliefert hier mit dieser Transporttasche, die ist stabil, hat hier auch nochmal für so ein bisschen Zubehör eine Tasche, hat, wenn man möchte, einfach hier einen Tragegriff, den man hier so fixieren kann, damit das Ganze zu ist. Oder aber auch, wenn man das Ganze über die Schulter tragen möchte, sogar noch ein richtig dicker, fetter, gepolsterter Gurt mit einer gummierten Auflagefläche. Wird einfach hier auch über diese Haken dann an der Tasche befestigt. Wie gesagt, das gehört mit dazu. Wie halt eben auch separat verpackt in einer kleinen Tasche nochmal hier die kurze Stativsäule. Und die lange ist natürlich logischerweise auch dran. Die gehört natürlich dann auch dazu.